Hallo, schön, dass du mit dabei bist. In diesem Video zeige ich euch, wie man aus mehreren Räumen einen großen Raum baut. Mal angenommen, ihr wollt eine Quest bauen und habt hier schon diesen Startraum, also die Lobby, fertig gebaut. Da muss es ja irgendwie weitergehen, wenn man hier auf Start drückt. Dafür gibt es Subrooms. Dafür gehen wir in unseren Urmenü, auf This Room. Settings. Hier bei Subrooms kann man Räume hinzufügen. Aber wir bearbeiten jetzt erstmal den Raum, wo wir hier drin sind. Dafür gehen wir auf diesen Einstellungsrädchen. Hier oben können wir sagen, was für ein Raum das ist, also den Raumnamen ändern. Da sagen wir jetzt Lobby. Hier kann man noch einstellen, wie viele Leute in den Raum dürfen, von 1 bis 40 Personen. Hier kann man die Tageszeit einstellen, ob es tags, nachts, out of space. Hier kann man einstellen, dass jeder die Circuits sieht, also die ganzen Gizmos und sowas. Das brauchen wir nicht. Hier diesen Voice Chat. Das ist, wenn die Person auf euch zugerichtet ist, ist es lauter. Und wenn die sich von euch wegdreht, wird es leiser. Das würde ich anlassen. Hier ein neues Material benutzen, würde ich auch anlassen. Hier das mit den Chips brauchen wir nicht. Hier, das ist jetzt zum Beispiel dafür da, wenn ihr zum Beispiel schon einen Raum 1 hergestellt habt, könnt ihr zum Beispiel hier auf Move Subrooms gehen. Und dann zum Beispiel sagen, dass der in diesen Lobbyraum hier rein soll. Das machen wir jetzt in dem Fall nicht, weil ich habe keinen vorbereitet. Ich füge jetzt mal als Beispiel einen Raum hinzu. Dafür gehe ich hier oben auf Add Subroom. Dann müssen wir hier den Namen hinschreiben. Wir nennen das mal Raum 1. Dann taucht der neue Raum hier in der Liste auf. Dann gehen wir hier auch mal in den Einstellungen. Die Einstellungen sind soweit alle gleich geblieben. Nur hier gibt es eine neue Einstellung. Wenn ihr das einschaltet, dann könnt ihr zum Beispiel, wie wenn ihr bei Paintball auf die Map geht, könnt ihr direkt den Raum auswählen, wo ihr rein wollt. Aber wenn ihr eine Quest baut, dann würde ich empfehlen, das auszulassen, weil ihr wollt ja von der Lobby im Raum 1, Raum 2, Raum 3 so durchgehen. Also lassen wir das aus. Das ist wichtig, dass ihr das auslasst, sonst können die ja einfach die Räume auch überspringen. Dann füge ich jetzt noch zwei weitere Räume hinzu. Hier, ich habe jetzt Raum 1, Raum 2, Raum 3. Jetzt müssen wir noch unseren Start verbinden mit Raum 1. Dafür holen wir unseren Maker-Pen raus. Gehen auf Palette, Props. Bei Dynamic haben wir hier einmal seine Room Door Version 1. Die spawnen wir uns einmal hin. Dann gehen wir mit Konfigurieren auf die Tür drauf. Das hier oben ist dafür da, ob man gegen die Tür rennen darf oder ob das Decoration ist, also ob man da durchrennen darf. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber wir können es umstellen auf Decoration. Hier bei Invade Mode kann man einstellen, dass die Party automatisch folgen soll oder jeder soll folgen oder man kriegt eine Einladung. Aber da kann man auch Party Auto-Follow lassen. Dann Force New Instance, Subrooms Only. Das würde ich anmachen. Wenn ihr eine Quest macht, dann soll das ja immer wieder ein neuer Raum sein. Nicht, dass ihr in einen Raum reinkommt, wo schon die Quest halb gemacht ist. Dann weiß man ja nicht, wo es weitergeht, wo der Anfang ist, wo das Ende ist. Also das hier auf jeden Fall anmachen, damit es immer neu gemacht wird. Dann dieses Zeichen kann man verstecken. Da ist oben auch weggegangen. Und hier unten die Tür kann man auch verstecken. So, und hier kann man dann einstellen, der soll zum Raum 1 gehen. Damit haben wir die Tür fertig. Wir brauchen jetzt noch ein Trigger-Volume. Dafür gehen wir auf Palette. CV1, Other Components.
Hier haben wir ein Trigger-Volume. Volume 1. Es gibt zwei unterschiedliche. Das ist wichtig, dass ihr V1 nehmt. Den sprühen wir uns hier mal hin. Jetzt müssen wir es nur verbinden. Dafür gehen wir mit Tools Connect. Wenn Entering the Zone, soll der uns in Raum 1. Bevor wir jetzt hier Start anpacken und in Raum 1 gehen, müssen wir erstmal noch die Lobby speichern. Dafür gehen wir in unseren Urmenü auf This Room und hier auf Save. Jetzt ist die Lobby fertig. Wir gehen jetzt in Raum 1. Dafür gehen wir wieder in This Room, Settings, Subrooms. Hier in Raum 1, wenn man hier draufklickt, ist man direkt drin. Hier sind wir jetzt in Raum 1. Hier könnte man jetzt zum Beispiel Suchspiele machen, wo man eine Karte finden muss, dass eine Tür aufgeht. Ich habe da schon mal ein Video zugemacht. Ich verlinke das hier oben. Wenn man dann die Quest geschafft hat, brauchen wir wieder eine Tür, wo es weitergeht. Dafür gehen wir auf Palette, Props. Hier ist die Tür 1. V1, die brauchen wir. Die setzen wir uns wieder hier hin. Gehen wieder mit Konfigurieren auf die Tür drauf. Sagen wieder hier bei Link to Subrooms, der soll uns in Raum 2. Hier kann man wieder das Schild und die Tür verstecken und wir wollen auch wieder eine neue Instanz. Dann brauchen wir wieder ein Trigger Volume. Dafür gehen wir wieder auf Palette, CV1. Hier holen wir uns das Trigger Volume hin. Sprühen uns hier so ein Trigger Volume am Ende der Map. Gehen wieder mit Tools Connect. Verbinden die Tür mit When Entering the Zone. Also normale Spieler sehen das jetzt nicht mehr. Ich kann das hier die Circuits mal ausschalten. Jetzt müssen wir den Raum wieder speichern. Dafür gehen wir in unseren Urmenü auf This Room und dann Save Room. Und dann gehen wir einfach mal in Raum 2. Hier in Raum 2 brauchen wir erstmal wieder einen Weg zurück in Raum 1. Dafür holen wir uns wieder ein Trigger-Volume hin. Sprühen das hier hin. Holen uns wieder so eine Tür. Unter Props. Dann gehen wir wieder mit Konfigurieren auf die Tür. Hier wieder alles anmachen. Hier unten sagen wir, wir sollen zurück in Raum 1. Dann müssen wir es noch verbinden mit Connect. Den grünen auf den roten von Trigger Volume. Den Weg zurück wären wir dann fertig. Dann können wir hier in den Raum zum Beispiel angegriffen werden von Bots. Ich verlinke mal ein Video, wie man Bots erstellt hier oben. Oder man kann den Spawnpunkt in einen Fahrstuhl bauen. Wie man so eine Fahrstuhltür baut, verlinke ich auch mal hier oben. Wenn wir dann hier reingekommen sind, setzen wir hier die Türen. Dafür gehen wir wieder auf Palette, Props, holen uns hier eine Tür hin. Gehen mit Konfigurieren auf die Tür drauf. Hier die drei werden wieder angemacht. Hier Link to Subroom. Wir wollen jetzt im nächsten Raum, also Raum 3. Und wir brauchen wieder ein Trigger Volume. Dafür gehen wir wieder auf Palette, CV1. Sprühen uns hier wieder hin. Verbinden wieder mit Connect den roten When Entering the Zone mit den grünen hier oben. Wenn wir dann fertig sind mit dem Raum, müssen wir wieder speichern. Gehen auf Safe Room. Safe. Also wenn wir jetzt aus Raum 1 kommen, gehen wir jetzt hier durch den zweiten Raum durch. Und hier werden wir dann in den dritten Raum. Im Raum angekommen, brauchen wir wieder einen Weg zurück.
Dafür holen wir uns wieder die Tür. Pallet, Props. Die Tür. Gehen wieder mit Konfigurieren auf die Tür drauf. Hier die drei wieder alle an. Und sagen hier, wir wollen zurück in Raum 2. Dann brauchen wir wieder ein Trigger Volume. Tools, Palette, CV1. Trigger Volume. Springen wir uns hier hin. Verbinden wieder mit Connect. Den roten, when entering the zone. Auf den grünen hier oben. Also kann man jetzt schon, wenn man in Raum drin ist, hier wieder zurückgehen in Raum 2. Wenn wir jetzt noch einen Raum brauchen, können wir wieder auf den Urmenü, This Room, Settings, Subrooms. Hier kann man dann jederzeit noch Räume hinzufügen, wenn man Räume braucht. Wenn wir dann fertig sind, gehen wir wieder auf Safe Room und speichern. Wenn ihr mal eine Frage habt oder ich mal irgendwas erklären soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war das Video über den Subrooms, also wie man aus mehreren Räumen einen großen Raum macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Das ist viel zu krank, viel zu hart oder du zu sanft. Rap ist kein Kaffee, kannst dich warm anbahnen, deine Partner. Ich cypher nur mit Diggy Yin Yang forever and ever. Es gibt keine anderen Rapper, nur uns und wir werden von Tag zu Tag besser.